Gut, da hätte ich jetzt wirklich sehr gerne meine Distanzattacke. Wie mache ich das denn jetzt? Ich hoffe, ich muss nicht alles nochmal machen, wenn ich komplett tot bin. Das wäre echt ärgerlich. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott. Uiuiuiui. Nein! Oh, wow, man kann mit unserem Schild anscheinend abwehren. Entschuldigt mir eben den Schrei. Uiuiui. Boah. Bösartiges Spiel. Sehr, sehr bösartiges Spiel. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Eine Bombe. Eine Bombe? Cool, eine Bombe. Wir haben eine Bombe. La Bomba. Ah, muss mich konzentrieren. Wieso gibt ihr mir keine Herzchen? Bitte, gebt mir doch einfach Herzchen. Gebt mir doch einfach Herzchen. Wie ihr mich einfach nur kriegen möchte. Hey, und da ist der erste... Nee, der zweite Tod schon. Hm, Game over. Juhu. Continue? Ja, müssen wir ja wohl. Okay, wir sind im Dungeon, haben noch alles und wir machen erstmal Pause. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Okay, liebe Leute, wir machen direkt weiter bei Let's Play Zelda, The Legend of Zelda für den NES. In der zweiten Episode stehen geblieben bei dem Game Over im Dungeon. Wir müssen, glaube ich, jetzt wieder zurück zu den Boomerang schwingenden Schweinen. Ich hoffe, wir müssen die ganzen Gegner nicht nochmal machen. Doch, müssen wir. Aber das soll kein Hindernis von uns sein. Denn diesmal können wir einfach getrost vorbeilaufen. Denn wir wissen ja, dass wir keinen Schlüssel von ihnen brauchen. Insofern keinerlei Hindernis für uns. Gut, ich hätte nach oben gemusst. Wie konnte ich denn hoch? Ach so, ja, natürlich. Hier vorbei und irgendwie schummeln wir uns an den Skelettkriegern vorbei. Das hat wirklich gut geklappt. So. Da oben durch die Tür möchte ich doch gerne vorbei an den ganzen Fledermäusen. Ihr könnt mir echt erspart bleiben. So. Wir begeben uns nach rechts durch diese Tür, um immer weiter unserem Ziel zu kommen, dem blinkenden roten Punkt auf der Minimap oben. Oh, Schleimviecher, die ich endlich mit meiner Distanzattacke besiegen kann. Was bin ich froh, dass ich sie wieder habe. Gut. Ich würde mich echt über ein weiteres Herzchen auch zudem freuen, auch wenn ich direkt am Anfang dieses Spiels bin. Na komm, jetzt kann ich euch echt besiegen. Jetzt seid ihr nicht mehr mein Hindernis. Jawohl. Ah gut, ein bisschen Ziel muss man trotzdem können. Und er hat mich nicht wirklich getroffen, oder? Jawohl, jetzt darf ich den ganzen Firlefanz nochmal machen. Na komm. Sehr gut. Das funktioniert sogar einigermaßen. Ah, ja, ein Herzchen, Herzchen, Herzchen. Sehr schön, aber das reicht nicht ganz. Geil, die Bombe holen wir uns trotzdem. Ich finde es ja sehr human, dass man seine Items behält. Und wir finden den Boomerang, glaube ich zumindest. Haben wir den Boomerang gefunden? Ja, wir haben einen Boomerang. Cool. Eine Distanzattacke, das ist echt in meinem Sinne. Und den können wir sogar, so wie es aussieht, um Ecken schmeißen. Wenn wir uns ein bisschen geschickt anstellen. Kann das sein? Moment, ich teste es aus. Ich will links unten in die Ecke. Jawohl, sehr cool. Und der Boomerang kommt auch sehr standardgemäß zurück. Ich habe mir immer noch nicht den Timer gestellt. Ich bin ein Vollidiot. Gut. Wir laufen jetzt erstmal rund. Was bist du? Wieso bin ich jetzt am Anfang dieses Dungeons? Diese Hand hat mich jetzt nicht eben... Oh Gott. Okay, zur Erklärung, anscheinend hat mich diese Hand, die ihr eben gesehen habt, einfach mal so gegriffen und hat sich entschieden, mich zum Anfang dieses Dungeons zu setzen. Hat mir zwar kein Leben genommen oder irgendwas anderes weggenommen, aber sie hat einfach mal gesagt, so, ja, auf den Typ kann ich pfeifen. Gut, danke. Danke, Hand. Ich liebe dich auch. So, und wir holen uns jetzt erstmal ein Herzchen. Mit dem Boomerang funktioniert das erstaunlich einfach und gefällt mir wirklich gut. Schön, wir haben den Boomerang. Tja, so schlecht scheine ich ja gar nicht voranzukommen. Wobei... Ja, doch, eigentlich schon. Wir werden es bestimmt irgendwann herausfinden. Irgendwann werde ich eh verzweifeln. Das ist eigentlich vorprogrammiert. So, cool. Wir können ihn sogar in der Rückwärtsbewegung treffen. Gut, gehen wir durch diese Tür. Ich habe... Moment, Moment, Moment. Jetzt möchte ich kurz etwas ausprobieren. Und zwar, ob wir es schaffen können, mit der Bombe diese Tür zu zerstören. Dazu wählen wir doch einfach mal die Bombe aus. Drücken B. Und... Hat keinen Effekt gehabt. Schade. Hätte aber klappen können. Was anderes kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Oder hat der Boomerang irgendwelche Wirkungen? Nein, das wäre auch sehr merkwürdig gewesen. Gut, gut. Durch diese Tür und wir wollen immer noch zu dem blinkenden roten Punkt auf der Karte. Unverändertes Ziel, aber wir können uns trotzdem immer noch versuchen, ein Herzchen zu holen. Oder diesmal könnten wir auch einfach mal nach oben gehen. Das werde ich jetzt sogar, glaube ich, tun.
Denn mit dem Boomerang ist diese Mission nicht wirklich schwer. Außer natürlich, man kann diesen Skeletten keinen Schaden geben, wenn mit dem Boomerang. Wie es anscheinend ist. Und das ist ein wenig anspruchsvoll jetzt. Aber das macht nichts. Kommen leider nur Rubine, aber immerhin können wir jetzt nach oben. Jetzt können wir diesen Viechern hoffentlich Schaden geben. Ah, na super, sie nehmen mit dem Boomerang keinen Schaden. Na gut, es sind ja auch Boomerang-Typen. Oh, jetzt gib mir die Fee, bitte. Gib mir die Fee, gib mir die Fee. Sehr schön, jetzt haben wir unseren Distanzschwertangriff. Jetzt könnt ihr mir echt gestohlen bleiben, ihr hässlichen Schweine-Boomerang-Typen. Und da ist ein weiteres Herzchen. Ich liebe dieses Spiel. Und ein Schlüssel, den wir brauchen, um darüber zu kommen. Halleluja, das Spiel macht wirklich Spaß. Ich bin positiv überrascht und dort geht es runter. Und Minenfallen. Wollen wir erstmal zu dem roten Punkt? Ja, wir wollen erstmal zu dem roten Punkt vorbei an diesen merkwürdigen Stachelfallen. Und wieder zurück in die Tür. Was haben wir gelernt? Wir können da runter. In die Ebene 2 anscheinend. Werden wir auch in Anspruch nehmen. Wenn es denn soweit ist. Alles hat seine Zeit. Im Moment ist dafür keine Zeit. Gut, gut, gut. Weiter, 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 weiter. Nach rechts in diesen Raum rein. Wo jetzt wieder diese Schweinetypen auf uns warten, die mir aber diesmal echt getrost, ja, keine Ahnung, die mir egal sein können. Und hier haben wir einen Schlüssel. Oh, die Hand, lass mich in Ruhe, Hand, lass mich in Ruhe, Hand. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hui, das ist echt gemein. Und jetzt rein da, schnell, schnell, schnell. Gut, hier ist hoffentlich keine Hand. Nein, hier ist ein riesiger Dinosaurier, das ist auch toll. Dinosaurier mit Feuerbällen, können wir die Feuerbälle zurückschlagen? Nein, geil. Jetzt habe ich natürlich keine Distanzattacke mehr. Ah! Na komm, können wir die Schaden mit dem Schwert? Weiß ich nicht. Das ist auch nicht gut, wenn wir das nicht wissen. Au! Ja! Okay, wir können die Schaden mit dem... So, sehr gut. Das könnte was werden. Oder auch nicht. Das war ziemlich dumm. Dumm, dumm, dumm. Was? Wieso feuert er so schnell auf einmal? Man stirbt doch. Wieso nimmt er keinen Schaden? Wieso nimmst du keinen Schaden? Wieso? Hey! Hey! Mann! Wieso nimmst du keinen Schaden? Toll! Wieso nimmt der Drache keinen Schaden? Falls ich die Frage noch nicht gestellt habe, brauchen wir etwas für diesen Drachen? Gut, wir begeben uns dem allen Anschein nach doch erstmal runter. In die Katakomben. In Ebene 2. Vielleicht finden wir da was, was dem Drachen mehr Schaden macht als mein popliges Schwert. Ich hoffe es doch. Ansonsten lassen wir den Drachen da, wo er sein möchte. Nämlich in diesem Raum. Warum auch immer. Warum der Drache auch immer da ist. Und warum dieser Tempel voller Monster ist, weiß ich auch nicht. Wegen Ganon anscheinend. Storytelling gab es in diesem Teil anscheinend noch nicht. Aber was soll's. Das ist auch nicht der Grund für dieses Let's Plays. Sondern ich möchte ja dem guten Chainsaw Man eine Freude machen. Und dabei euch auch natürlich auch noch. Was ich hoffentlich schaffen werde, denn mir selbst macht das Spiel bisher einigermaßen viel Spaß. Es ist sogar eine relativ hohe Herausforderung für mich, weil ich immer Angst gehabt habe, sowas mal zu spielen, weil, ja. Ihr kennt meine Leistung ja schon vom Blaskorps, mehr sage ich dazu nicht. Hier hoch gehen wir. Da sind wieder diese Schweinetypen, diese Henker mit dem Bumerang, die kein Mensch mag, ich auch nicht. Und jetzt versuche ich mal, ob wir die Dinger schieben können. Wow. Okay. Ja, hier können wir schieben. Sehr schön. Gehen wir mal da rein. Und... Wow. Wieso ist das so merkwürdig? Das sieht mir ein bisschen aus wie so ein 2D-Level. Cool. 2D-Passagen. Können wir da auch springen? Nee, können wir nicht. Wir können nur nach oben laufen, was keinen Sinn gibt. Wir können... Ah, wobei, doch, es gibt sogar ein bisschen Sinn. Da komm. Die Fledermaus will ich auch noch töten. Sehr schön. Und da liegt ein Bogen. Ich glaube, der Bogen ist der Schlüssel, um den Drachen zu besiegen. Sehr gut. Und runter da. Ich glaube, den Bogen rüsten wir auch gleich mal aus, wobei wir noch gar keine Pfeile haben. Kann er trotzdem schießen? Nein, kann er anscheinend nach nicht. Ein Bogen ohne Pfeile ist wie... Wie Sex ohne Orgasmus. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Vergleich bringen soll, aber es hat nichts geholfen. Mir ist nämlich nichts Besseres eingefallen. Au, außer zu sterben. Das fällt mir immer ein. Nur in unpassenden Momenten. Gut, hier sind immer noch die Typen. Das ist gerade ungünstig, weil ich hier nicht rauskomme und sterbe wahrscheinlich. Okay, da schummel ich mich jetzt vorbei. Das will ich noch überleben. Haha, jawohl. Ah, mit ein bisschen Geschick kann man das anscheinend doch schaffen. Gut. Wieso hat eigentlich Link ein Kreuz auf seinem Schild?
Will er uns damit sagen, dass er gläubiger Christ ist? Wenn ja, fick dich, Link. Das war ein wenig unpassend. Tut mir auch leid, Leute. Ich habe nichts im Generellen gegen Christen, aber ich selbst halte diesen Glauben für ein wenig überholt. Aber gut. Was hat das mit Zelda zu tun? Ja. Wie gesagt, Link hat ein Kreuz auf seinem Schild. Warum auch immer. Fragt mich nicht, wieso. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, wieso ich des Öfteren mal sterbe. Das hat so seinen Grund in der Tatsache, dass ich ein ziemlicher Vollidiot bin. Continue. Gut, haben wir den Bogen noch? Ja, aber wir haben keine Pfeile. Und wir müssen diesen Drachen immer noch in irgendeiner Art und Weise besiegen. Wir müssen irgendwie mal vorankommen. Wir sind schon in Part 2. Part 2. In Part 2. In Part 2. 2. Okay, ich weiß nicht, wofür das jetzt war, aber es hatte schon irgendwo seine Berechtigung. Und wir sind den falschen Weg gegangen, aber ich werde da gleich nochmal reingehen. Vielleicht kann ich mir irgendwie Pfeile erarbeiten, indem ich diese Fledermäuse töte. Das geht eventuell. Ich weiß nicht, ob das gehen würde, aber wir probieren es einfach mal aus. Probieren kostet nichts, außer Herzchen, wenn ich mich dumm anstelle. Wow, das war cool. Das war cool. Wow, wie ich da durchgehe. Wow. Okay, nochmal. Konzentration. Sehr schön. Mr. Mör hat's einfach drauf. Habe ich nicht recht, Leute? Ja, ich bin der Größte. Ich bin ein Egomist. Ich bin Klaus Kinski. Nicht wirklich. Ich bin Marcel Reich-Hanitzki. Ich bin niemand anders als Mr. Mör. Und deswegen töte ich auch Fledermäuse. Das klang jetzt eben sehr arrogant, aber darauf war auch der Fokus gelegt. Gut. Ich kann euch leider nicht mit meinem Bogen mit meinem Bumerang wehtun. Das ist ein wenig schade. Aber ich kann euch, wie es aussieht, mit dem Bumerang betäuben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht könnte ich das mit dem Drachen auch tun. Ihn betäuben und dann schlagen. Weil ich konnte ihn ja mit dem Schwert verwunden. Aber das hatte leider nicht so eine dauerhafte Wirkung. Ich konnte es irgendwie nur kurzzeitig machen. So, und wir kämpfen uns jetzt weiter. Ich hoffe, man hört übrigens mein Gamepad nicht, wenn ich spiele. Das ist leider, wenn es ist, nicht sehr vermeidbar. Was ein Satzbau. Ich entschuldige mich für den Satzbau, aber ich bin ein wenig abgelenkt. Gut. Gut, gehen wir da hoch. Und dort befindet sich wieder diese Schleimviecher, die ich hoffentlich, glaube ich, mit dem Bumerang töten konnte. Ja, konnte ich, deswegen töte ich sie einfach mal alle. Ah, sehr schön. Habt ihr das gesehen? Das war wirklich gezielt von mir benutzt. So, und die Schleimviecher töte ich auch noch. Mit dem Bumerang sind die Gegner echt eine Entspannung. Nur diese, ja, die Skelette gehen auch noch, aber die Bumerang-Typen gehen mir auf den Senkel. Da kommt Schleim. Wehre dich nicht gegen die Herrschaft von Mr. Mör. Niemand kann sich dagegen wehren. Und dort sind wieder diese Bumerang-Typen, die ich aber anscheinend auch verwunden kann mit ihrem eigenen Waffen. So. Ah, das klappt richtig gut. Der Bumerang ist anscheinend doch ziemlich nützlich. So. Abwehren und nochmal. Jawohl. Und Bomben. Bomben kann man auch nie nicht gebrauchen. Was ich auch mal probieren könnte, ist mit den Bomben den Drachen zu schaden. Und oh, einfach mal nach oben zu laufen. Ich mag diese Hände nicht. So, und jetzt pausiere ich kurz und tue etwas, was ich nicht tun wollte, aber ich mache es trotzdem. Ich mache einfach mal ein Safe Set. So. Ich hoffe, ich bin jetzt eben nicht rausgeflogen. Falls ich rausgeflogen bin aus der Aufnahme, ich hatte ein Safe Set gemacht. Nur so, weil ich es für richtig hielt. Denn ich möchte diesen Drachen schon irgendwie verwunden. Okay, es geht ganz einfach. Mit der Distanzattacke unseres Schwertes dürfen wir den Drachen echt leicht besiegen können. Das muss der erste Dungeon sein. Wenn nicht, ist das Spiel relativ einfach. Wobei mir die Dungeon-Musik ein wenig schlecht zumutet. Und ein Herzcontainer. Ich fasse es nicht. Hey, 4 Herzchen. Ist das nicht wunderbar, liebe Leute? Und ist das ein Stück des Triforces? Ja, das ist es. Hey, wir haben den ersten Dungeon schon beendet. Cool. Ah, schön. Wir kommen doch gut voran. 2 Parts und den ersten Dungeon verendet. Diesen Baum-Dungeon anscheinend. Können wir denn auch speichern? Können wir speichern? Können wir speichern? Okay, anscheinend können wir nur mit, entweder wird automatisch gespeichert oder ich kann nur mit Save Sets speichern. Das wird aber nicht das Problem sein. Die Dinge. Au. Au. Gut, jetzt sind wir wieder irgendwie ein bisschen planlos und deswegen machen wir kurz eine Pause und melden uns beim nächsten Tag wieder. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon Spaß gemacht und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Chainsaw Man, ich hasse dich.